Hummelbolch summt durch die Gärten und ist auf Entdeckungstour. Was ist das? Da ist ein Igel unterwegs. Lass uns gemeinsam mit Hummelbolch anschauen, was der Igel für ein Tier ist und uns zusammen einen Überblick verschaffen. Der Igel ist leicht zu erkennen. Er hat einen Stachelpelz. Es gibt ganz unterschiedliche Arten von Igeln auf der Welt. Der Igel, der in Deutschland am häufigsten vorkommt, ist der Braunbrustigel. Igel sehen niedlich aus, doch lass dich nicht täuschen. Der Igel ist ein Räuber, ein Fleischfresser. Das heißt, dass die Nahrung des Igels aus Tieren besteht. Er frisst Insekten, wie zum Beispiel Käfer, und andere Gliederfüßer, wie Spinnen und Asseln. Weichtiere, wie Nacktschnecken, kleine Vögel, Nagetiere, wie kleine Mäuse, und Aas, das heißt, er frisst auch tote Tiere. Der Lebensraum des Igels enthält viele Orte zum Verstecken. Hohes Gras, Hecken, Laub und morsches Holz sind Dinge, die du in seinem Lebensraum findest. Auf den großen Feldern außerhalb. Du möchtest das Video in voller Länge sehen? Dann klicke auf den Link in der Videobeschreibung. Hier kannst du selbstständig deine Noten verbessern. Dich erwarten über 10.000 Lernvideos, interaktive Übungen und Arbeitsblätter zum Ausdrucken und der Hausaufgabenchat mit echten Lehrerinnen und Lehrern. Jetzt kostenlos testen.